Grüß euch, da ist der Markus Burkhardt, euer Naturgartenexperte. Ich muss mich jetzt gleich stärken mit einem super Müsli, übrigens aus Salzburg, Vogelbeeren von meinem Schwiegervater, köstlich. Und um das geht's heute. Wir werden nachher gleich was setzen, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen stärken, weil wir wollen schauen, was wir im herbstlichen Garten, jetzt haben wir November, wunderschöner Herbsttag, was können wir alles für die heimischen Tiere machen, im Speziellen für die Vögel, das ist nämlich eine Menge. Und das Coole an dem Ganzen ist, dass die Sachen meistens für uns auch sehr, sehr gesund und nützlich waren, wenn wir es einfach hernehmen. Aber jetzt muss ich mich einfach einmal stärken, es hilft nichts. Ach, dann machen wir großzügig. In dem Fall werden wir da einen wunderbaren Weißdorn setzen. Der schaut jetzt natürlich noch nicht besonders aus, aber so ist es halt. Das ist auch das Nette, wenn sie dann wachsen können. Wir schauen uns dann ein bisschen an Gräsern an, damit seht ihr, was ich meine. Übrigens ist ja jetzt die Zeit ganz eine super Setzzeit. Gerade der Herbst, die Böden sind noch nicht zu kalt. Die Pflanzen haben schon abgeschlossen, sie verlieren das Laub. Das heißt, die haben keinen Stress mehr und trotzdem wurzeln sie sich gut ein. Da ist ein schönes Platzerl, da kann man sich schön ausbreiten. Ich sehe ihn schön von oben. Was will man mehr? So, jetzt gießen wir noch den Burschen. Passt, jetzt kann er wachsen. Und jetzt schauen wir uns diese Streicher an, wenn sie schon ein bisschen größer sind. Ich habe mir zum Beispiel bei mir daheim einige Wacholder gesetzt. Das ist wirklich ein ganz ein hervorragendes, einerseits ein Schutzgehölz für die Vögel, andererseits ernähren sich ganz viele verschiedenste Vögelarten, nicht nur Vögel, das nehmen auch andere Tiere zum Teil an, eben diese Bären, die fressen sehr gern runter. Zuerst natürlich sagen, ja, wo sind die Bären? Das ist eine Besonderheit vom Wacholder, es gibt Männchen und Weibchen. Das ist ein männlicher Wacholder, der bliert nur. Und befruchtet dann sozusagen die weiblichen, an denen sie dann die Bären entwickeln. Da habe ich auch ein paar. Ich muss bei mir ein bisschen einmachen, weil es in der Jugend gefährdet sind, dass die Rehböcke verfegen. Aber das ist wirklich hervorragend. Und was ich euch auch dazu sage oder einfach so ein bisschen zum Überlegen gebe, die heimischen Gehölze sind den in dem Fall nicht heimischen bei weitem überlegen, was die Nutzbarkeit für die Vögel betrifft. Zum Beispiel beim Wacholder sind es, glaube ich, um die 43 heimische Arten, was unseren heimischen Wacholder nutzen. Und im Handel kriegt man aber meistens die chinesischen, interessanterweise. Da würde ich wirklich extra fragen beim Gärtner. Da gibt es scheinbar nur einen einzigen heimischen Vogel, der von dem irgendwas nutzen kann. Also wirklich ganz, ganz auffällig beim Wacholder. Also ihr seht wirklich einen Haufen verschiedene Vögel nutzen den Wacholder. Wacholderdrossel, ist Birkhuhn, Amsel und so weiter. Aber auch wir Menschen sollten den wirklich nutzen. Die Köche wissen es eh unter euch, in der österreichischen Küche hochgeschätzt,
beim Wild tut man einen Wacholder dazu eigentlich, oder ein Sauerkraut. Und das könnt ihr ruhig rausgehen und diese Beeren einfach essen. Wir sind eigentlich sind's Zopfen, glaube ich, botanisch, also wieder was Besonderes. Und du kannst eigentlich zusammenfassend sagen, antiviral, antibakteriell, antifungizid, also gerade in Zeiten wie diesen sicher nicht schlecht. Ist gerade auch, wenn man so ein bisschen Entzündungen vielleicht hat im Mundbereich oder im Zahnbereich, ist das wirklich super. Oder für Leute, die Verdauungsprobleme haben, wenn du Appetitlosigkeit hast, dann ist diese Wacholderbeeren sind wirklich sehr gesund, nicht in großen Mengen natürlich, aber echt eine Traumpflanze, die man auch in der Küche so vielfältig verwenden kann. Und das ist auch ein schöner Strauch, wird ein paar Meter hoch, wächst recht gemütlich, wirklich eine super Sache. Und jetzt fällt mir noch was Wichtiges ein, weil da gerade so in den Wacholder rein seniere, wo es jetzt auch die richtige Zeit war, bevor es in den Winter reingeht, wenn ihr es Nistkästen aufgehängt habt daheim, jetzt war die richtige Zeit, dass man die ausputzt, dass dann nächstes Jahr, wenn die neue Partie kommt, wieder sozusagen eine saubere Kinderstube vorfinden. Jetzt schauen wir mal, ob es ordentlich waren, meine Meisen, und ob sie ihr Nest da weggekramt haben aus dem Nistkasten, weil das war eben jetzt die wichtige und die richtige Zeit, nicht im Sommer oder zwischen den Bruten, sondern warten, bis alles ausgeflogen ist und dann säubern wir, ja, haha, da haben wir schon, dann säubern wir diese Brutkästen. Da haben wir ihn. Ja, ein typisches Meisennesterl. Ja, das ist nämlich richtig nett zum Anschauen. Zwar hoffe ich, dass wir nicht recht für die Fleder fischen, aber was die Meisen da alles einbauen, wie kunstvoll, dass sie sich das Nesterl da hergerichtet haben, eben Moos. Und da sicher einmal ausnahmsweise hat mein Kotz auch eine gute Funktion für die Vögel. Das ist sicher alles ihre Katzenhaar. Das sind eindeutig Lalas Haare. Das ist auch ganz lustig. Das ist von einer. Ah, das sind Kiefernadeln, obwohl ich keinen Kiefer da habe. Also wirklich ganz spannend zum Anschauen. Das könnt ihr einfach kompostieren. Wart eben mit diesem Ausputzen wirklich bis spät im Herbst, dass sicher nichts mehr drinnen ist. Falls man aufmacht, und es war ein Siebenschläfer drinnen, gleich wieder zumachen, der muss ja schlafen, ist eh klar. Und es reicht ganz einfach, das ein bisschen auszukehren. Mehr braucht man nicht machen. Also nicht irgendwie anfangen da desinfizieren oder sonst was. Absolut nicht nötig. Man soll es auch deswegen raustun, weil die Vögel gehen nächstes Jahr wieder rein und bauen dann oben drauf. Und irgendwann baut sich das so hoch auf und es ist einfach auch von der Hygiene. Da sind Flöhe und so weiter drinnen. Also man soll das schon ausrahmen oder milben. Das werde ich heute noch spüren, was da wirklich alles drinnen ist. Also es ist nicht schlecht. Es gibt nur Ausnahme, zum Beispiel der Mauersegler. Der baut sein Leben lang am Nest, oder die Schwalben, die haben eh die Schwalbennester, da merken sie auch, da braucht man nichts da. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. So, da habe ich jetzt meinen Müsli-Baum. Das habe ich mir ins Müsli heute gegeben, natürlich in verarbeiteter Form. Und die Vogelbeeren oder Ebereschen, wie man auch sagen kann, ist eben wirklich ein unglaublich gesunder Baum. Diese Beeren, die haben Inhaltsstoffe, jede Menge, ganz komplexe Inhaltsstoffe, vor allem aber sind sie eine Vitamin-C-Bombe, sehr, sehr viel Vitamin, auch Gerbstoffe. Deswegen ist er, wenn man schmeckt, Bitterstoffe natürlich auch. Alles, was bitter ist und was Gerbstoffe drinnen hat, ist meistens so, dass es gesund ist. Ist wirklich auch für den ganzen Körper sehr gesund. Galle, Leber, alles mögliche, Verdauungstrakt tust du damit anregen. Also wirklich rundum eine gesunde Sache. Deswegen kann man sich das ruhig einmal täglich in sein Müsli zum Beispiel eingeben oder Marmelade draus machen. Es ist nur so, wenn du das jetzt direkt so kochst, mach jetzt gleich mal.
Ja, ich mag das mittlerweile ganz gern. Es ist natürlich sehr bitter, aber die haben jetzt sicher schon einiges an der Bitterkeit verloren, weil wenn der Frost ein paar Mal drüber geht, dann bauen sich diese Bitterstoffe an. Das heißt, da könnt ihr auch einen Schmäh machen, trocken und in die Gefriertruchen zum Beispiel. Oder wenn man es trocknet, dann zersetzen sie diese Bitterstoffe drinnen. Oder man kocht es, wenn man es kocht und verarbeitet und eben aus Marmelade oder was auch immer hernimmt, dann sind die sowieso weg, diese bitteren Stoffe. Aber ich finde es auch so, ruhig hier und da ein paar Beeren essen ist gar nicht schlecht und super gesund. Und schön sind sie auch. Meine Kamerafrau ist gerade nervös geworden, weil sie gesagt hat, sie hat gehört, dass die giftig sind. Das stimmt, da gibt es schon lange irgendwo so das Gerücht, will ich es nicht nennen. Aber es ist vielleicht so, wie bei allen, macht es die Dosis aus. Wenn sie noch nicht gut reif sind und wenn der Frost noch nicht drüber ist und du isst einen Haufen von denen, dann könnte es sein, dass du vielleicht ein bisschen Bauch wegkriegst. Aber ich würde es jetzt nicht als giftig bezeichnen. Sie sind vielleicht in größeren Mengen unbekömmlich, aber man isst die nicht in größeren Mengen, wenn sie so bitter sind. Das tut man eh nicht freiwillig. Da sind sie auch nicht, da zieht sie auch nicht alles zusammen. Aber sobald du es eben verarbeitest oder eben wartest, bis dieser Frost ein paar Mal drüber geht, kannst du ruhig von denen einige essen und verarbeitet sowieso. Also völlig unbedenklich. Aber das stimmt, deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man das einmal erwähnt. Da braucht man sich wirklich nicht fürchten, dass die giftig sind. Nein, ist schon ein lässiger Baum, nämlich ein schöner Baum, ein richtig ein schöner Hausbaum. Weil er kriegt zwar eine gewisse Größe, aber er ist jetzt nicht irgendwie so, dass er einen totalen Schatten oder so macht. Er lässt das Licht noch schön durch. Und das ist ein Wahnsinn, was eine Eberesche Tiere oder wie viele Tiere die unterstützt. So um die 20 Säugetiere, glaube ich, sind es, die diese Früchte auch gern fressen. Vom Fuchs angefangen über den Dachs, über den Siebenschläfer, über Haselmäuse, was weiß ich, was alles. Dann haben wir über 60, ich glaube 63 sind es, aber das sind eh immer so Zahlen. 63 verschiedene Vogelarten, verschiedenste Drosseln, aber auch Rotschwanzeln und so weiter, Seidenschwänze, fressen eben die Früchte von der Vogelbeere. Es gibt keine heimische Pflanzen, die so viele verschiedene Vogelarten sozusagen mit ihren Früchten verwendet. Natürlich uns Menschen auch. Und ich glaube sogar noch über 70 verschiedene Schmetterlinge, Insektenarten, die an der Vogelbeere erfreut haben. Schmetterlinge gibt es ja auch viele, die ihre Eier drauflegen, wo sie dann die Raupen drauf entwickeln. Also ihr seht, das ist wirklich, eigentlich kann man echt sagen, ein Baum der Superlative, weil er so viel für die Tierwelt tut und eigentlich so einfach wächst, nicht kompliziert ist, schön ist und für uns auch einiges bereitstellt. Also was will man mehr? Es fällt mir zwar schwer, aber jetzt verlassen wir diese wunderschöne Vogelbeere und jetzt zeige ich euch noch den, weil ich es euch versprochen habe, den ich vorher gesetzt habe, nämlich den Weißdorn, wie der ausschaut in wahrscheinlich 15, 20 Jahren, so in diese Richtung. Und dann habe ich noch richtig eine absolute Besonderheit, ein wunderschöner Strauch um die Zeit. Da stehe ich jetzt bei diesem Weißdorn, den habe ich daheim gesetzt, dieses Zwergerl da. Und wenn wir dann 15, 20 Jahre warten, dann haben wir richtig so einen schönen, brat auslandenden, wachsen sehr malerisch. Pfumm voll, wie ihr es da seht, mit Früchten. Da ist ein besonders schönes Bild. Da wächst nämlich von oben eine Hundsrose rein mit den Hätscherln. Das sind diese oben so rot, sind eh recht ähnlich. Die kann man auch essen, sind auch sehr gesund. Und diese roten, leuchtenden, so ein bisschen wie kleine Apfeln schauen sie aus. Das sind die Früchte vom Weißdorn, die eben auch gesundheitlich sehr interessant sind. Vom Geschmack her sage ich jetzt einmal keine Offenbarung, eher neutral.
Man kann es aber so fein zermahlen zum Beispiel, ein bisschen einen Mehl dazugeben, ein bisschen süßen, wenn man das mag, und in einer Pfanne ausresten. Ist eine Delikatesse, ist wirklich was Interessantes. Früher hat man die viel mehr genutzt, auch für einen Mehl zum Beispiel dazugeben. Also man kann es recht vielfältig nutzen, aber es ist halt ein sehr schöner Strauch. Und wie ihr seht, oder ich hoffe, dass ihr es gut seht, er ist recht dicht. Das heißt, ein super Versteck für unsere Vögel. Ja, der Weißdorn ist gesundheitlich, das weiß man interessanterweise, scheinbar erst seit jüngster Zeit, ist noch nicht so lang in Erfahrung gebracht worden, dass der Weißdorn so gut ist fürs Herz. Den kann man zum Beispiel nehmen nach Herzoperationen oder nach Herzinfarkten, weil er eben so stärkend ist fürs Herz, für diese Herzkranzgefäße, also er fördert die Durchblutung. Und noch gescheiter war es natürlich, wenn man prophylaktisch nimmt, also bevor es zum Herzinfarkt kommt. Aber es ist wirklich eine super Pflanze. Da kann ich sowohl die Früchte nehmen, als auch einen Tee zum Beispiel aus den Blüten, wunderbare Blüten nehmen. Also ihr seht, auch wieder eine Pflanze, die für uns Mensch sehr bekömmlich ist. Und scheinbar ist es so, dass der Weißdorn so bekömmlich ist, dass er keine Nebenwirkungen hat. Also man kann es jetzt nicht überdosieren oder so, sondern trinkt halt sein Tässchen da. Und vor allem auch wirklich, finde ich, eine schöne Pflanze zum Anschauen. Und auch interessant, er hat wieder über 40 verschiedene Vogelarten, die den nutzen. Leider kriegt man wieder im Handel meistens die amerikanischen Weißdorne zum Kaufen. Die haben nur ein paar wenige Vögel, die sie nutzen können bei uns. Die sind ja auf die amerikanischen Vögel spezialisiert und nicht auf die österreichischen, wenn man so will. Deswegen sind das so Wechselspiele, wenn sie was ganz interessant sind. Und was auch sehr cool ist, wenn ich da so ein bisschen, man muss aber aufpassen, dass man sich nicht wehtut, der hat nämlich ganz schöne Dornen. Und da gibt es einen Vogel, das ist der Neuntöter, der sammelt so über den Tag verteilt hin und wieder Heuschrecken oder was auch halt so erwischt. Die spießt er dann auf diesen Dornen auf, um sie sozusagen eine Art frische Lager anzulegen. Also die sterben nicht, sondern er spießt es noch auf. Und wenn er dann einen Hunger hat oder er hat ein Weibchen, was ihm recht gefällt, dann sagt er, du, darf ich dich einladen? Ich darf dich einmal gerne einladen auf ein Rendezvous. Und dann holen sie sich diesen Heuschreck und fressen den. Ich glaube, generell kann man es ein bisschen sagen, für Vögel ist natürlich alles interessant, wo sie sich verstecken können drinnen. Deswegen haben sie auch ganz gern alle Streicher, die so irgendwo betornt sind. Ah, da ist jetzt gerade eine schöne Amsel vorbeigeflogen. Und da haben wir zum Beispiel eben diese Wildrose wieder, die Hunsrose. Ich esse die irrsinnig gern. Wenn der Frost ein paar Mal drüber gegangen ist, dann kann man den Gatsch so ein bisschen außer zuzerren. Hätschapätschen sagt man auch zum Beispiel dazu. Da wächst zum Beispiel ein Miet an der Brombeer zusammen. Das sind natürlich wieder super Schutzgehölze einerseits und andererseits Vitaminbomben für uns. Na, schau, da ist der Batz drinnen. Gut. Ich habe euch ja vorher versprochen, ich zeige euch noch richtig besondere Pflanzen. Es sind immer grüne Pflanzen, auch Kletterpflanzen, aber sie ist eben, und das wissen glaube ich nicht alle, so herausragend wertvoll für unsere Tierwelt, aber auch für uns, dass man es fast erwähnen muss. Das ist der Efeu. Da habe ich da einen besonders schönen. Haben unseren Efeu, eine wunderbare Pflanze, aber ich glaube, dass der Alvener so ein bisschen unterschätzt ist, wie wertvoll der nämlich ist für unsere Tierwelt, für die Vielfalt. Es gibt eine eigene Wildbiene, die auf den Efeu fliegt, und was den so besonders macht, ist, dass er im Vergleich jetzt mit allen anderen Pflanzen, die es bei uns gibt, ganz, ganz spät blüht. Fängt erst meistens im September an, September, Oktober, ist ja unglaublich, dass man da noch eine Blüte hat. Und da ist er dann natürlich so wertvoll für Bienen, für die späten Hummeln, für Wespen, auch zum Teil Tagfalter gehen noch gern drauf, Admiral magen ganz gern. Also da tummelt sich wirklich was, weil einfach sonst nichts mehr da ist. Deswegen war das auch ganz eine reiche, späte Pollen-Nektarquelle noch. Und die Vögel schätzen den so besonders. Erstens können sie sich verstecken da drinnen. Man muss vielleicht dazu sagen, das
was man da oben sieht, was da blüht, die Blüte, das ist die Altersform. Das kriegt er erst nach 15, 20 Jahren, so in die Richtung entwickeln sich die Blüten, vorher klettert er. Da sieht man das noch, das sind die jungen Blätter und dann verändert sich die Erscheinung total vom Efeu. Er kriegt größere Blätter, so rautenförmige, glänzende und fängt dann zum Blühen an. Und aus der Blüte entwickelt sich im Winter dann die Frucht, die Efeufrucht, die schwarzen Früchte, werden mit der Zeit schwarz und die holen sich dann wieder unsere lieben Vögel, die ganz normalen, wie wir es auch haben im Garten, kann man da drauf beobachten, Rotschwanzerl, Rotkehlchen, Seidenschwänze, Grasmücken, also alles Mögliche frisst dann diese Efeubeeren. Na schön. Ja, ich hoffe, nachdem wir jetzt von der Zeit noch eigentlich gut setzen können, dass ich euch vielleicht ein bisschen motivieren habe können, dass ihr euch selber auch solche Streicher setzt im Garten, weil man kann wirklich mit dem die Vielfalt nach oben pushen. Wurscht, ob es Vögel sind, Insekten und so weiter. Und gleichzeitig haben wir selber auch was davon. Das ist das Schöne. Und ich werde den Tag heute noch genießen, weil er ist richtig angenehm und gehe noch eine Runde und sehe sicher auch noch ein paar schöne Gehölze. Also, pfiat euch!